Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich auf meinem Kanal zur nächsten Folge meiner Serie Mach dieses Buch fertig. Und ja, wir haben heute viel vor, beziehungsweise wahrscheinlich heute und morgen, weil ich das natürlich nicht alles an einem Tag machen kann, weil da ja immer viele Trocknungsprozesse dazwischen sind. Und in dieser Folge zeige ich, wirf was, einen Bleistift oder einen Ball, den du vorher in Farbe getaucht hast. Dann kommt, mach sie platt, presse Blätter oder andere Fundsachen. Und ritze und kratze, benutze dafür einen möglichst scharfen Gegenstand. Das sind die drei Seiten, die ich dieses Mal machen werde. Und ich fange mit wirf was an. Und zwar habe ich mir überlegt, im Kindergarten machen wir das oft, diese Murmeltechnik. Und genau, ich habe mir dafür schon hier so eine Box rausgesucht, wo mein Buch reinpasst. Ich muss natürlich mal hier mein kleines Büchlein irgendwie abmachen. Ich habe inzwischen hier eine Sicherheitsnadel dran, damit ich den Knoten nicht immer aufmachen muss. Und ja, damit mir das da nicht hin geht, die Murmel, und ich die dann nicht mehr aufs Buch kriege, lege ich hier einfach so eine Rolle rein. Und hierfür habe ich mir ein Stück Restholz gesucht, sodass das eigentlich jetzt hier also drauf bleibt. Und genau, dann nehme ich mir vier Farben, habe ich mir überlegt. Ich habe mir mal hier dieses Metallic and Stone Set gekauft. Da habe ich noch nie was mitgemacht. Deswegen kommen die jetzt einfach mal heute zum Einsatz. Ups, jetzt bin ich gerade an meine Kamera gekommen. Und ja, machen wir jetzt hier überall ein bisschen Farbe rein. Sprühe mal jetzt überall nur vorsichtig ein bisschen was rein. Und ja, das sieht auf jeden Fall schon gut aus. Ich denke, damit kann ich arbeiten. Ich weiß auch nicht, ob es genug Farbe ist. Das muss ich dann jetzt gleich gucken. Ansonsten muss ich noch mal ein bisschen was nachnehmen. Ob ich die etwas öden Farben jetzt hier genug finde, weiß ich auch nicht. Jetzt sehe ich gerade, dass das hier irgendwie so eine Betonfarbe ist, die so ein bisschen sandig, kreidig ist. Ist aber egal, lasse ich jetzt einfach mal so. Gibt ja vielleicht auch eine ganz interessante Optik. So, und jetzt habe ich mir hier aus der Kita Murmel mitgenommen. Eine etwas größere, die mache ich mal da rein und so. Und ja, jetzt muss ich einmal aufstehen, weil ich das ja werfen soll. Und das lege ich mal auf Seite und komme mal mit dem Kasten hier so rum. Da war sie weg. Musik.
Ja, das finde ich total gut und das lasse ich auch so. Ich denke aber, dass ich hinterher mit dem Bild noch was machen werde. Und genau, dann sehen wir uns gleich wieder. So, das ist jetzt alles gut durchgetrocknet und hat ein ganz cooles Muster ergeben. Und ja, das gefällt mir so, aber natürlich noch nicht. Und ich habe mir überlegt, dass ich aus diesen Kreisen hier, dass ich da ein Auge rausmache. Und ja, mir das mit dem Bleistift vorzuzeichnen, wird wahrscheinlich wenig Sinn machen, weil ich die Linie eh nicht sehen kann. Aber ich guck mal. Und ja, ich dachte, ich habe ja hier mal auch in der Upgrade-Box so einen Acrylmarker drin gehabt. Ich schaue jetzt mal, ob der noch was ist. Pumpen musste man da ja nicht. Aber irgendwie. Seltsamer Stift. Mal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Die Spitze ist hier schon total platt gedrückt, also eigentlich kann ich da nicht mehr so richtig mit der Spitze malen. Aber Farbe kommt raus, das ist jetzt erstmal die Hauptsache. Das ist auch ein bisschen doof hier, ne? Dass an der hier irgendwie keine Farbe hingekommen ist in diese Rille. Aber egal. So, und dann hatte ich mir überlegt, dass ich diese Zwischenräume hier irgendwie gestalte. Und damit mir das nicht wieder hier auf die andere Seite durchsifft, habe ich jetzt mal ausnahmsweise einen schwarzen Kugelschreiber. Und überall da, wo ich Lücken sehe, werde ich ein Muster reinmalen. Und das kann natürlich dauern, weil da sind sehr viele Lücken. Und dann überlege ich mal noch, wie es weitergehen könnte. Also das mache ich jetzt hier erstmal munter und dann hole ich euch später wieder mit dazu, weil hierbei braucht ihr mir jetzt wahrlich nicht über die Schultern gucken. Das erklärt sich, glaube ich, von alleine, was ich hier jetzt gerade mache. Ja, und so ein schwarzer Kugelschreiber hat natürlich definitiv den Vorteil, dass es nicht auf die andere Seite mit übergeht. Thank you.
So, das wäre geschafft. Es war ganz schön viel Arbeit. Ich sehe auch, da sind immer noch kleinere Lücken. Wahrscheinlich werde ich da immer mal wieder welche finden. Ich finde es aber so jetzt auf jeden Fall total cool. Und ja, ich mag solche Bilder, die, wo man einfach so skribbelt und ja, irgendwie einfach so ein bisschen drauf los turnen kann. Und ja, machen wir die nächste Seite. Mach sie platt, presse Blätter oder andere Fundsachen. Ich bin in der glücklichen Position, dass ich sehr viele gepresste, getrocknete Blätter schon habe. Ich werde also eher mit den schon fertig gepressten Blättern, und ich habe hier noch so ein paar Gräser gefunden, die sind jetzt einfach nur getrocknet, nicht gepresst. Und eben halt, wie gesagt, ziemlich viele Blätter. Das brauche ich für meine Jellyprint-Platte, weil ich da immer mal wieder irgendwie auch mit Blättern was mache. Und ich dachte mir, vielleicht mache ich irgendwas auch mit Wolle da drauf, die ja dann auch eigentlich noch platt gedrückt wird, wahrscheinlich ein bisschen zumindest. Genau, ich habe mir mal drei Farben bereitgelegt, die mir jetzt gerade auch irgendwie zusagen. Und ja, ich gucke jetzt mal einfach, was ich machen möchte. Ich schätze mal, die Blätter werden alle zu groß sein hier. Obwohl, da ist auch ein kleines mit drin. Das Problem ist bei schon getrockneten und gepressten Blättern, dass die natürlich immer sehr bröselig sind. Das ist natürlich auch ein tolles Blatt hier. Also ihr müsst euch dann jetzt einfach vorstellen, dass ich das in diesem Buch gemacht habe. Gefällt mir besser, wenn das alles in eine Richtung liegt. Also ich weiß ja nicht, wie es euch bei solchen Sachen geht, aber ich kann das nicht so gut, wenn irgendwas so kreuz und quer ist. Es sei denn, ist es so wie dieses Bild, was ich da jetzt gerade gemalt habe. Da ist natürlich alles kreuz und quer, aber hier möchte ich jetzt, glaube ich, eher ein bisschen so haben. Ja, das mache ich jetzt erstmal und dann schaue ich, ob ich irgendwie noch gerne was mit der Wolle da drauf machen möchte. Die passt natürlich jetzt farblich nicht, bis auf die rosane finde ich, die passt ganz schön, weil hier tatsächlich an der Seite auch fast Rosetöne sind in den Blättern. Jetzt muss ich mir erstmal hier ein bisschen Kleber rausholen. Der ist so fest geworden, aber das ist so ein super Kleber. Und den will ich jetzt eigentlich auch benutzen dafür, weil ich jetzt echt einen guten Kleber brauche. Thank you.
Könnte ich noch irgendwas mit der Seite machen? Ich glaube, ich möchte da ein paar Goldsprenkel drauf haben. Ihr wisst ja, ich stehe total auf Sprenkel. Ich meine ja immer, dass so ein Bild dann irgendwie an Lebendigkeit bekommt. Und ja, es ist ja auch ein Stück weit natürlich meine Handschrift, ne? Also ich sprenkel in so vielen von meinen Bildern irgendwie rum. Die Frage ist jetzt, mache ich es mit Gold, weil hier ist sowieso so ein bisschen Gold auch hängen geblieben von meinem Backpapier. Und auch so ein bisschen Rot ist hier hängen geblieben. Sowas stört mich ja aber nicht. Ja, ich glaube, ich mache das. Aber hier, das verträgt, glaube ich, mal noch ein bisschen Kleber. So, da war jetzt zum Schluss meine Kamera ausgegangen. Ich hatte jetzt hier noch mit Metallic Lila und Metallic Pink Sprenkel reingemacht und habe das dann anschließend mal gebügelt, sodass das jetzt auch wirklich alles richtig platt gedrückt ist. Und ich finde es mega, mega schön. Ich mag diese feinen Gräser hier drin und ja, Blätter habe ich sowieso absolut was für übrig. Und mit den Sprenklern noch da drauf finde ich es auch jetzt richtig schön. Und ja, jetzt kommt die letzte Seite. Ritze und kratze, benutze dafür einen möglichst scharfen Gegenstand. Und ich habe mir überlegt, dass ich nicht direkt auf der Seite hier kratzen werde und hier auch nicht, sondern dass ich so eine Wachsmaltechnik mache. Ihr kennt das sicherlich alle aus eurer Kindheit, wo man so mit Wachsmalfarben sich das alles bunt macht, dann kommt da eine Plackerfarbe drüber oder eben halt schwarze Wachsmal. Ich mache es aber mit Plackerfarbe und dann kann man da drin ritzen. Und ich habe mir hier aus dem Buch dieses hier rausgesucht. Schwirrende Landschaft. Also ich werde das als Referenzbild hier nehmen und werde versuchen, irgendwie in so einer, dass es so ähnlich wird, indem ich dann aber rauskratze, muss ich so ein bisschen umdenken. Das werde ich irgendwie machen. Und ich habe mir das schon ausgedruckt, weil ich mir die Felder, also ich müsste ja jetzt dann hier zum Beispiel gelb malen, damit ich, wenn ich es dann rauskratze, eben halt dahinter dann gelb liegt. Und damit ich da die Orientierung habe, wo ich die Wachsmalfarben hinsetze, werde ich mir das übertragen. Und dafür muss ich jetzt einmal wissen, ich lasse mir einen kleinen Rand und hier muss ich das Bild sozusagen noch weiter denken, aber das dürfte ja kein Problem sein. Und genau, was ich eigentlich jetzt machen wollte, ist, dass ich erstmal gucke, wo ist hier die Mitte. Weil auf der anderen Seite muss ich. Ich erzähle wieder alles durcheinander. Ich könnte ja auch mal einfach sagen, was ich jetzt überhaupt vorhabe. Also, um das zu übertragen, weil ich jetzt gerade kein Kopierpapier mehr hier habe, mache ich jetzt eine Seite gelb. Und eine Seite mache ich hinten einfach mit Bleistift. Und wenn ich das dann hier drauf lege und da das nachziehe, dann
überträgt sich das hier. So hoffe ich jedenfalls. Und genau, das mache ich jetzt als erstes. Nämlich mir sozusagen ein eigenes Kopierpapier fertig machen oder ein Durchschlagpapier. So, und was ich meine ist, ich gucke jetzt mal, ob das wirklich funktioniert. Aber müsste eigentlich. Womit mache ich das jetzt am besten? Vielleicht mit einem Kugelschreiber. Ja, auf jeden Fall druckt es sich durch. Und das reicht ja schon mal. So, und die andere Seite muss ich jetzt mit einem Bleistift machen. Tja, muss ich gucken, ob das funktioniert, so wie ich mir das denke. Ich zeichne mir das jetzt nochmal mit dem Bleistift nach, weil hier die Linien sehe ich nicht gut genug. Und dann hole ich euch wieder dazu. So, jetzt werde ich mir da versuchen, irgendwie den Hintergrund mit den Farben halt so zu gestalten, dass ich dahinter auch die Farbe habe, wenn ich das dann wieder runterkratze, also auf der Plackerfarbe, ne? Wo das jetzt ein bisschen schwierig wird, ist definitiv bei den Häuschen, weil da sind ja so ein bisschen Lichter drin. Und ja, ich habe ja hier quasi keine Spitze zum Malen. Muss ich jetzt mal trotzdem versuchen, mein Bestes geben. Das wird hier jetzt eh grün, sehe ich gerade. Dann mache ich hier, glaube ich, einfach ein bisschen Orange rein.
So, ich mache jetzt mal noch den Hintergrund alleine fertig und dann schalte ich euch wieder dazu. So, also während ich jetzt das ausgemalt habe, ist mir irgendwie nicht mehr klar, was ich mir irgendwie gedacht habe. Ich ziehe es aber jetzt durch. Also zur Not habe ich halt das Bild jetzt umsonst gemalt und das funktioniert mit dem Kratzen nicht. Ich habe auch bedauerlicherweise meine schwarze Plackerfarbe nicht hier, sondern habe jetzt hier nur so eine, die heißt Plackerfarbe, aber ob das genauso geht, ist halt Gouache. Gucke ich jetzt mal, ob ich da. Oh, das geht aber sehr gut sogar. Ah, prima. Wenigstens das. So, willkommen zurück. Ich habe mir das Motiv jetzt noch mal auf die getrocknete Seite übertragen, noch mal mit meinem Referenzbild. Und beim Übertragen habe ich schon gesehen, dass hier ein bisschen Farbe abgeplatzt ist. Ich habe also keinen blassen Schimmer, ob das überhaupt funktionieren kann. Ich werde jetzt kratzen mit diesen Tools, die waren mal in so einer Upgrade-Box drin. Und ja, ich hoffe wirklich inständig, dass das funktioniert. Wie gesagt, ich muss ja hier zweierlei vorgehen. Und ja, könnt ihr mir jetzt bei über die Schulter gucken, ob ich das ausgekratzt bekomme und das dann den gewünschten Effekt hat. Es wirkt jetzt erstmal, als ob es funktionieren würde. Und wahrscheinlich habe ich jetzt gleich hier immer alles voll mit den Krümelchen. Aber gut, das wusste ich natürlich, weil ich diese Technik ja nicht das erste Mal mache. Ja, ihr seht schon, das ist natürlich ein völliger Unterschied. Hier platzt es auch eher weg und hier muss ich wirklich kratzen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und es strahlt natürlich auch nicht so, weil das ja auf schwarz gemalt ist. Aber ich glaube, dass es trotzdem ganz interessant werden kann. Interessant sind natürlich jetzt auch diese Sachen hier. Theoretisch gesehen hätte hier eigentlich ja auch blau sein müssen. Es kann aber sein, dass ich es etwas versetzt hingelegt habe und deswegen jetzt hier die Kirche zum Beispiel nicht genau in dem Bereich komplett blau ist, wie ja ich beim ersten Vormalen sozusagen das gemacht habe, sonst müsste hier ja jetzt eigentlich auch blau sein. Und ja, das wird hier auf jeden Fall eine Herausforderung sein, diese Häuschen. Aber wie gesagt, man kann ja auch alles im Prinzip wieder verändern. Thank you.
Also ich sehe jetzt schon, ich denke, die Häuschen, die werde ich hinterher noch mal ein bisschen mit irgendwie Gelstiften oder so vielleicht versuchen, die ein bisschen deutlicher reinzumalen. Denn man muss bedenken, da kommt jetzt noch der ganze Hintergrund, wird weggekratzt. Zwar auch so wie hier, ne? Er hat ja da so eine Bewegung auch immer drinne. Also hier geht es so und so und das versuche ich auch mit dem Kratztool weitgehend so zu machen. Aber die Häuser werden da sicherlich irgendwie in der Zeichnung irgendwie verschwinden. Und ja, dann muss ich mal sehen, wie ich das Beste raus mache. Es gefällt mir auf jeden Fall so schon ganz gut. Und ich mache das jetzt mal ohne Kamera weiter, weil das ist sehr anstrengend für meine Hände. Und ja, das Prinzip ist ja auch klar. Genau, dann sehen wir uns nachher wieder. So, also ich finde es eigentlich so schon echt total toll, aber dieser Kontrast von hier mit den sehr klaren Farben hier zu den dunklen Farben, der sagt mir noch nicht so ganz zu. Und ja, ich hatte mir allerhand solcher Stifte hier gekauft, solche Glitzermarker und auch noch so Twin Markers. Und ich denke, ich werde jetzt einfach mal hier noch mal ein bisschen Helligkeit irgendwie ins Bild holen und genau schau mal, ob die Dinger überhaupt funktionieren, weil ich habe damit noch nicht gemalt. Ist mir ein bisschen zu hell, aber hier ist auch noch ein dunklerer drin. Genau, und da würde ich jetzt einfach mal noch ein bisschen an meinem Bild arbeiten, bis es mir in aller Gänze zusagt. Finde diese Technik total toll mit dem Kratzen, aber es ist auch anstrengend und jetzt versagt auch schon dieser Stift hier, wahrscheinlich weil der auf den Wachsmalern dann nicht so gut sich da Wachs irgendwie drauf legt. Ja, das mache ich auf jeden Fall jetzt noch und dann sehen wir uns nachher noch mal.
So gebe ich mich jetzt damit zufrieden. Ich finde, das ist total schön geworden. Also, ich habe ja jetzt hier noch ein bisschen mit Farben reingearbeitet. Also auf der Seite so gut wie gar nicht, aber auf der Seite, weil die Häuser überhaupt nicht zur Geltung kamen. Und ja, so gefällt es mir jetzt wirklich gut. Ich zeige nochmal das Referenzbild. So ist ja das Originalbild von Van Gogh. Sternennacht heißt das Bild. Und ich finde, das passt auch gerade ganz schön in die Jahreszeit. Und ich finde, ich kann recht zufrieden sein mit meiner Kopie. Also, mir gefällt es total gut. Ich freue mich, dass es irgendwie am Ende doch gelungen ist. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, so, boah, nee, das wird irgendwie nichts, ne? Aber man kann sich ja mit Stiften dann auch weiter behelfen. Ich denke, gekratzt habe ich nun wirklich genug. Und wir gucken uns nochmal die Bilder von heute an. Beziehungsweise das war ja jetzt ein Projekt, was ich über mehrere Tage verteilt gemacht habe. Das war hier, ich weiß schon gar nicht mehr, was da gestanden hat. Ach so, genau, man sollte was werfen. In Farbe getunkt und ich habe das ja mit einer Murmel gemacht und dann das Bild eben ausgearbeitet. Und das sieht so ein bisschen aus, als wäre so Zeitungstextur im Hintergrund. Ich finde es total cool. Und ja, mach sie platt, presse Blätter oder andere Fundsachen. Ich war in der glücklichen Situation, dass ich schon gepresste Blätter hatte und habe dann nur noch die Gräser mit aufgelegt und hier eine Sonne hingemacht. Und das zum Schluss dann besprenkelt. Die Seite gefällt mir auch wirklich richtig gut. Ich mag ja völlig irgendwie gepresste Blätter. Und ja, zum Schluss mein schöner Sternhimmel von Van Gogh nachgemacht, nachgeahmt, gekratzt. Und ja, das ist mir auch gelungen. Das gefällt mir total gut. Jetzt kommt ein kleiner Ausblick auf die nächsten drei Seiten in meinem Buch. Und das wird hier schon langsam echt, obwohl ich noch gar nicht viele Seiten habe, erst 9 oder 10 oder so. Raum fürs Durchpausen mit einem Bleistift. Kritzel wild, aggressiv und total hemmungslos herum. Reiß diese Seite in Streifen. Klammere, klebe oder tape diese Seiten zusammen. Ja, dann muss ich mal irgendwie gucken. Ich denke, dass ich mit die beiden Seiten irgendwie zusammen verdengeln werde. Werde ich mir was einfallen lassen. Auf jeden Fall, ja, kann jetzt auch mein kleines Büchlein wieder da dran. Das muss ich ja immer mal zwischendurch abmachen, weil es einfach total stört. Ich wollte hier ja eigentlich immer mit meinen restlichen Farben arbeiten, aber ich vergesse es immer. Ich habe, glaube ich, erst eine einzige Seite da drin mit ein bisschen Farbe bekleckert. Und genau, so, das war die heutige Folge meiner Serie. Macht dieses Buch fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich freue mich immer über eure Kommentare. Wirklich unbändig. Bin total dankbar, dass alles so gut angenommen wird, egal was ich zeige. Und ja. So, desto mehr Spaß macht es mir natürlich, weitere Videos für euch zu drehen. Und wenn wir hier mal gucken, also das ist jetzt echt schon ganz schön dick, geht hier schon völlig auseinander. Also wie das funktionieren soll, diese ganzen Seiten irgendwie zu gestalten, ohne dass ich hinterher so einen Schinken habe. Ja, aber ich habe ja schon mal gesagt, zur Not muss man eben halt das Buch dann irgendwie auftrennen und neu wieder zusammensetzen. Jetzt verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch bis zum nächsten Video alles Liebe und Gute, eure Christine. Tschüss.